Vom Geheimnis des Unscheinbaren. 19 Stadtgeschichten zum Hören. Der Gang hinter der Fischplatte, seine seltsamen BewohnerInnen und die Neugier auf das Ungewisse. Von Marie-Therese Albrecht. Das sieht aber schön aus. Die Fische dort. Hey, Fischi, was ist das denn? Die Platte lässt sich bewegen. Wow. Ein geheimer Gang. Uah, richtig glatt. Wahnsinn. Wo es hier wohl hingeht? Richtig schön beleuchtet. Aber viel sehen kann man trotzdem nicht. Naja, was hilft's? Ein Stückchen kann ich ja ne... Mehr! Wo ist denn noch... Hallo, hab keine Angst. Ich bin's nur, Gordon. Gordon? Ja? Ach so, ja, Gordon, Gummelubbel. Willst du auch? Was frisst du da? Na, die Eiszapfen. Ach so, entschuldige, ich... Ach, du störst doch nicht. Ich mach eh nur kurz ein Päuschen. Dann weißt du, wohin dieser Gang führt? Nee, keine Ahnung. Jetzt ist mir die Zunge festgefroren. Das kann dauern. Drück dich also hier vorbei. Ich versuch's, es gibt nicht wirklich viel Platz neben dir. Entschuldigung, hab ein bisschen zugenommen. Bis später. Vielleicht lecker. Was für ein schräger Vogel. Sehr nett, aber schräg. Den ganzen Gang hat er ausgefüllt. Wie kann man denn von Eiszapfen so groß und schwer werden? Verrückt. Aber weiter geht's. Jetzt will ich erst recht wissen, wo ich denn hinkomme, wenn ich hier... Jetzt reicht's! Das ist mein Platz! Ah, Hilfe! Wo bist du? Na, auf deiner linken Schulter! Bist du blind oder was? Was machst du hier? Ich hab die Platte entdeckt und wollte egal, wissen... Egal! Alles egal! Ich war zuerst hier! Als allererstes! Noch vor ihm da! Meinst du Gordon? Egal! Sein ewiges Gefresse! Widerlich! Seit 276 Jahren nervt er mich mit seinem Schmatzen und Stöhnen! So lang? Aber er meinte, er macht nur eine kurze Pause. Das ist doch alles egal! Es nervt! Du nervst! Das andere Ding nervt! Welches andere... Zum allerletzten Mal! Es ist egal! Verschwinden sollt ihr alle, verschwinden! Wenn ich nicht diese winzigen Beine hätte, würde ich euch alle rausschmeißen! Das ist mein Zuhause! Ich war zuerst hier! Und wenn du, dummes Ding, nicht endlich anfängst zu rennen, dann werde ich dir zeigen, was ein echter Klipper Kapuzki ist und dir deine Ohren abbeißen! Ah! Au! Nein! Hilfe! Hilfe! Oh. Hallo? Geht es dir gut? Nein. Was ist los? Ich hab Angst. Vor ihm? Nee, er hat mir nur ins Ohr gebissen. Mir auch in meins. Das tut weh, oder? Geht. Na, folgen wird er uns jedenfalls nicht. Ich glaube, er ist vor Wut geplatzt. Aus Versehen aber. Geschieht ihm recht. Warum weinst du dann? Na, weil ich Angst hab. Davor. Hey, das ist das Ende des Gangs. Du hast es ja schon gefunden. Ja. Warum sitzt du dann hier? Weil ich nicht hindurchgehen mag. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, was dahinter ist. Ja, dann geh doch einfach zurück. Nein, das kann ich nicht. Man kann nicht zurück. Was? Wirklich nicht?
Nein. Oh. Ja. Und was ist... Ja? Wenn wir gemeinsam gehen? Und wenn was Schlimmes dahinter ist? Naja, dann sind wir wenigstens zusammen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ach, na komm schon. Riech doch mal. Wenn es so gut riecht, kann es doch gar nicht so schlimm sein. Ich finde auch, dass es sich eigentlich ganz gut anhört. Na also, worauf wartest du? Auf drei? Eins, zwei, drei. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ist das schön hier, oder? Wahnsinn. Also, wir können nie wieder zurück? Nein, es geht immer nur weiter. Cool. Warte, können wir bitte noch ein bisschen bleiben? Na klar. Nur ganz kurz. Solange du willst. Gesprochen von Marie-Therese Albrecht und Ulrike Sperberg. Musik: Marie-Therese Albrecht.